Servus Welt und herzlich willkommen zu Folge 11 von Was möchten da Knopf? Mit einer Woche Verspätung kommt hier die erste Episode über Filter in VCV Rack. Letzte Woche konnte ich kaum sprechen, deshalb konnte ich leider kein Video produzieren. Dafür gibt es diese Woche eine Doppelfolge mit 25 Filtern. Wie gehabt, gehe ich alphabetisch nach dem Namen der Entwickler. Mein Setup musste ich etwas verändern, um die Filter besser testen zu können. Ich schicke eine einfache Sequenzer-Melodie aus dem 4-Step-Sequenzer von SynthKit in den VCO1 von Fundamental. Dessen Signal geht zum einen direkt in den VCA-Eingang von Slab von Vult und zum anderen in den Filtereingang und von dort auch wieder in den VCA. Auf diese Weise kann ich das ungefilterte Signal mit dem bearbeiteten vergleichen und sehe, was die Filter daraus machen. Natürlich sehe ich mir auch die Filtermodulation an und nehme dafür zum einen den LFO1 von Fundamental und zum anderen für zufällige Modulationen Caudal von Vult. Wie bisher auch verwende ich zum Visualisieren Full Scope von JW Modules, den Analyzer von Bog Audio und den Spectrum Analyzer von Log Instruments. Vorab ein paar grundsätzliche Dinge über Filter. Ich werde im Folgenden immer wieder den Begriff VCF, also Volt Controlled Filter, verwenden, wenn ich vom Modul spreche. Und die verschiedenen Filtertypen abkürzen als LP ist gleich Low-Pass Filter, HP ist gleich High-Pass-Filter, BP ist gleich Band-Pass-Filter, NF ist gleich Notch-Filter, CF ist gleich Comb-Filter. Der VCF ist ein essentielles Bestandteil der subtraktiven Synthese, wie sie vor allem in Analog-Synthesizern Verwendung findet. Der VCF entfernt bestimmte Frequenzbereiche aus dem Signal der Oszillatoren, also VCO, und bestimmt somit die Klangfarbe des Sounds. Dieses Herausfiltern von Frequenzen hat auch der subtraktiven Synthese ihren Namen gegeben. Der Einfluss eines VCF ist bei obertonreichen Wellenformen, wie zum Beispiel Sägezahn, stärker. Die Sinuswelle als reine Grundwellenform besitzt keine Obertöne und somit kann aus dieser Welle nichts gefiltert werden. Der LP ist die am häufigsten vorkommende Filterform in Synthesizern. Diese Filterart löscht die Frequenzen aus, die oberhalb der eingestellten Cut-off-Frequenz liegen. Durch das Eliminieren der hohen Frequenzen klingt der Sound dumpfer und tiefer, gewinnt gleichzeitig mehr an Wärme und Fülle. Das Anwendungsgebiet des Tiefpasses liegt in allem, was warm oder fett klingen soll, wie Bässe oder breite Flächensounds. Ein HP ist das technische Gegenstück zum LP und löscht somit die tiefen Anteile eines Sounds. Dadurch klingt der Sound dünner und spitzer. Der HP ist essentiell für alle Arten von Beckensounds wie Hi-Hat, Crash, Ride und so weiter. Technisch lässt sich der BP durch Hintereinanderschaltung eines LP und eines HP realisieren. Dabei lässt der BP den Frequenzbereich passieren, der von beiden Filtern durchgelassen wird. Ist die Cutoff-Frequenz beider Filter getrennt einstellbar, dann lassen sich damit sehr steile BP realisieren. Bandpässe mit hohen Flankensteilheiten heißen Formantfilter. Ein Formantbereich ist ein gefiltertes Mittenband, mit denen sich sehr gut Vokale formen lassen. Wenn drastische Klangänderungen oder auch stimmartige Sounds gefragt sind, dann ist der Bandpass die beste Wahl. Das technische Gegenstück eines BP stellt der NF dar. Andere Bezeichnungen sind Sperrpass und Bandsperre. Der Notchfilter ist die Parallelschaltung eines LP mit einem HP. Durch diese Schaltung erscheint eine Frequenzlücke,
der sogenannte Sperrbereich im Audiosignal. Der NF ist ein ideales Werkzeug, um bestimmte Störfrequenzen aus einem Audiosignal zu entfernen. Diese können beispielsweise Netzbrummgeräusche sein, aber auch Zischlaute beim Gesang. Ein Kompfilter ist ein Filter, der aus Signalen Gruppen bestimmter Frequenzen filtert. Im Unterschied zu LP und HP filtert er mehrere Frequenzen im gleichen Frequenzabstand oder anderweitig durch eine Formel bestimmten Frequenzabstand, zum Beispiel logarithmisch. Der Amplitudengang, also der Pegel über die Frequenz des Frequenzgangs des CF, hat ein kammartiges Aussehen, woher auch der Name stammt. Der wichtigste Parameter eines VCF ist die Cut-off Frequency, die die Frequenzgrenze bestimmt, ab der gefiltert wird. Ein langsames, volles Auf- und Abdrehen dieses Reglers wird als Filter-Sweep bezeichnet. Dabei werden verschiedene Klangfarben durchfahren. Der zweite in den meisten VCF vorhandene Parameter ist die Resonance, manchmal auch als Q bezeichnet. Mit dem Resonanzregler wird der Bereich um die Cut-off-Frequenz angehoben. Bei maximaler Resonanz erzeugen die meisten Filter einen Sinuston mit der Tonhöhe der eingestellten Cut-off-Frequenz, was als Selbstoszillation bezeichnet wird. Ein Begriff, auf den man bei VCF immer wieder stößt, ist die Flankensteilheit, englisch Slope. Ein Filter schneidet Frequenzbereiche nicht schlagartig ab, sondern sie werden schwächer, je weiter sie sich von der Cut-off-Frequenz entfernen. Diese Schwächung hat eine logarithmische Kurve und wird gemessen in Dezibel pro Oktave. Je höher die Flankensteilheit, desto höher die Filterwirkung. Die Flankensteilheit kann auch durch Nacheinanderschalten von mehreren gleichartigen Filtern erhöht werden. Dabei werden die Flankensteilheiten der einzelnen Filter zusammenaddiert. Beispielsweise ergibt die Reihenschaltung von 3 Tiefpässen mit jeweiligen Flankensteilheiten von 6 Dezibel pro Oktave einen Tiefpass mit der Flankensteilheit von 18 Dezibel pro Oktave. Eine andere Beschreibung der Flankensteilheit benutzt den Begriff Pol. Dabei entspricht ein Einpolfilter einem Filter mit einer Flankensteilheit von 6 Dezibel pro Oktave. Dementsprechend steht ein Vierpolfilter für einen Filter mit einer Flankensteilheit von 24 Dezibel pro Oktave. Der Sound des legendären Minimoog wird entscheidend von einem solchen geprägt. Die VCF-Module für VCV Rack emulieren in der Regel klassische Hardware-VCF, worauf ich bei den einzelnen Modulen noch eingehen werde, sofern mir eine entsprechende Information vorliegt. Den Anfang machen 4 Module von ES. Diese sind Teil des kostenpflichtigen Pakets Drums and Filter, welches im Plugin Manager für $20 erworben werden kann. Für diesen Preis bekommt man 24 Module, neben den 4 Filtern noch 20 Drum-Module. Also ein echtes Schnäppchen. Aber schauen wir uns die Filter mal genauer an. Den VC-Filter gibt es sowohl Mono als auch Stereo. Sonst unterscheiden sich die beiden aber nicht voneinander. Der Frequenzbereich ist angegeben zwischen 40 Hz und 12 MHz. Und er kann zwischen Betrieb als Low-Pass-Filter und High-Pass-Filter umgeschaltet werden. Außer den üblichen Parametern Frequenz und Resonanz hat er noch einen Mix-Attenuator, mit dem man das Verhältnis zwischen unverändertem und gefiltertem Signal einstellen kann. Dies wertet den sonst recht einfachen Filter gewaltig auf. Wie von Filtern nicht anders gewöhnt, sind alle Parameter per CV steuerbar. Der Filter packt gut zu und hat wohl eine Charakteristik von 12 Dezibel pro Oktave. Veränderungen sind sofort zu hören, er klingt aber niemals unangenehm und die Resonanz gerät nicht in Eigenschwingung. Nichts Aufregendes, aber auch nichts Schlechtes, eben grundsolide wie viele Module von AS. Will man bestimmte Frequenzen betonen oder abschwächen?
ist ein gutes Mittel eine Fixed Filter Bank. Eine Filterbank besteht aus mehreren parallel geschalteten Filtern unterschiedlicher Eckfrequenz, die ähnlich wie bei der additiven Synthese die gezielte Manipulation bestimmter Frequenzbereiche erlauben. Je nach Einsatzzweck kann das tiefste Filter ein Tiefpass und das höchste ein Hochpass sein. Generell sind aber alle Filter Bandpassfilter. Das gleichnamige Modul von AS hat 12 Frequenzbereiche mit dazugehörigen Attenuatoren und zusätzlich die Möglichkeit, einen Low-Pass- oder High-Pass-Filter stufenlos zu ergänzen und dies auch per CV. Damit lassen sich sehr interessante Effekte erzielen, die beinahe schon in den Bereich eines Formantfilters gehen. Die Charakteristik der beiden regelbaren Filter schätze ich auf 6 Dezibel Oktave. Die Regler arbeiten sehr präzise und effektiv, wie es aber bei AS nicht anders zu erwarten war. Und manchmal ist auch eine Fixed Filter Bank noch zu viel und man braucht nur einen parametrischen Equalizer. Der Para-EQ hat einen Frequenzbereich zwischen 100 Hz und 12 kHz. Die gewünschte Frequenz wird mit dem entsprechenden Regler ausgewählt und mit dem darunterliegenden Attenuator entweder abgesenkt oder angehoben. Die Stärke der Modulation wird mit dem Level-Regler festgelegt. Der Para-EQ arbeitet sauber und effektiv. Für meinen Geschmack fehlen allerdings CV-Eingangspunkte. Zusammenfassend kann ich mich nur wiederholen, grundsolide Module, die nichts Besonderes sind, aber das tun, was sie tun sollen. Bass von Autin ist ein Bass-Synthesizer, aber ohne Oszillator und daher in erster Linie ein Filter. Das Signal des Oszillators wird über den OSC-Eingang eingeführt. Aber bevor kein Gate-Signal am entsprechenden Eingang anliegt, hört man nichts. Mit dem Gate-Signal triggert man eine der internen Hüllkurven. Mit der weißen Schaltfläche wählt man zwischen Gate- oder Trigger-Modus. Ist Gate aktiviert, endet die Note mit dem Ende des Gate-Signals. Ist Trigger aktiviert, wird die Note bis zur nächsten Note gespielt. Das klingt zwar ähnlich wie Sustain, ist es aber nicht. Einzelne Noten können akzentuiert werden. Hierfür muss ein Gate-Signal am Eingang Accent eingeführt werden, wobei der Akzent entweder am Anfang oder am Ende einer Note sein kann. Die Stärke der Akzentuierung wird mit dem Accent-Regler eingestellt. Wie schon vorhin erwähnt, gibt es 2 interne Hüllkurven, eine für die Lautstärke und eine für einen Filtersweep. Envelope Mode bezieht sich auf den Filtersweep bzw. dessen Einfluss auf das Signal. Ist dieser ganz am linken Anschlag, gibt es keinen Filtersweep. Ganz rechts ist er maximal. Seine Abklingzeit wird mit dem Regler Decay eingestellt. Auch hier haben wir links extrem kurzes Decay und rechts maximal. Der Cut-Off-Regler arbeitet ohne Signal am Accent-Eingang sehr subtil. Mit Signal hört man deutlich die Signalveränderung. Der echte Filter-Sweep-Effekt kommt aber erst dann richtig zur Geltung, wenn auch der Resonanzregler etwas aufgedreht wird. Die beiden Lichtbänder symbolisieren die Hüllkurven. Das erste Licht ist für die Attack-Zeit. Das zweite ist laut Beschreibung nicht belegt. Das dritte ist für das Decay und das vierte zeigt an, wann die Hüllkurve nicht aktiv ist. Das mittig platzierte zeigt an, wann eine Note akzentuiert wird. Die untere Lichtleiste zeigt die Lautstärke-Hüllkurve, die wir nicht verändern können, und die obere die Filtersweep-Hüllkurve. Das Licht neben OSC zeigt an, wenn die Lautstärke des eingespeisten Oszillators zu hoch ist und leuchtet dann rot. Auf der rechten Seite befinden sich noch die CV-Eingänge samt dazugehörigen Attenuator. Die Charakteristik des Moduls scheint bei 6 Dezibel pro Oktave zu sein. Die Frage, die sich mir stellt, ist, braucht es ein extra Modul für Filtersweeps? Denn das scheint tatsächlich die einzige Funktion zu sein.
Mal sehen, was seine Schwester Flora drauf hat. Laut Beschreibung hat dieser Filter eine Flankensteilheit von 24 Dezibel pro Oktave und soll den klassischen analogen Transistor-Ladder-Filter nachempfunden sein. Da man nach dem Verbinden von Ein- und Ausgängen noch nichts hört, ist der erste Griff natürlich nach dem Cut-Off-Regler. Dieser öffnet den Filter langsam und rundet die Welle schon leicht an. Resonance arbeitet bei voll aufgedrehtem Cut-Off-Regler nur sehr subtil, verwandelt die Welle aber in eine Sinusschwingung, wobei die grundsätzliche Form beibehalten wird. Dreht man den Cut-Off-Regler wieder langsam zu, wird die Resonance wesentlich deutlicher. Dreht man den Drive-Regler ganz zu, blendet man das Eingangssignal aus. Man hat dann nur noch die Selbstoszillation der Resonanz. Dreht man den Drive-Regler wieder auf, merkt man, wie das Eingangssignal immer dominanter im Ausgangssignal wird. Alle drei Regler lassen sich per CV steuern und haben für den Grad der Modulation auch je einen Attenuator. Der Cut-Off-CV-Eingang ist aber auch für ein Volt-per-Octave-Signal ausgelegt. Man kann also einen externen Oszillator oder auch ein Modulationssignal einspeisen und damit das Ausgangssignal zusätzlich modulieren. Wenn ich hier zum Beispiel das Ausgangssignal von Bass einspeise, erhalte ich sehr interessante Klangbilder. Ich glaube, man sollte diese beiden Filter zusammen einsetzen, dann zeigen sie erst richtig, was in ihnen steckt. Bidu beschreibt seinen Filter Perco als einfachen LP-BP-HP-Filter. Er hat die üblichen Parameter Frequency und Resonance, wobei zwar für beide eine CV-Eingangsbuchse vorhanden ist, aber der Grad der Modulation nur bei der Frequenz eingestellt werden kann. Ausgänge sind für LP, BP und HP vorhanden. Die Charakteristik des LP dürfte auch hier 24 Dezibel pro Oktave sein, wobei der BP und der HP wahrscheinlich 6 Dezibel pro Oktave haben. Die Resonance reicht nicht bis zur Selbstoszillation. Dieser Filter ist brav, macht nichts kaputt. Limbo wird als Stereo LP Ladder Filter vierter Ordnung bezeichnet. Dies ist gleichbedeutend mit 4-Pol-Filter oder 24 Dezibel pro Oktave. Im Prinzip ist er der LP-Bereich von Perco mit ein paar Extras. Im initialisierten Zustand sieht man bereits im Analyzer, dass die beiden Signale übereinstimmen. Dies ändert sich, wenn wir Resonance aufdrehen. Dann wird Limbo deutlich leiser, was jedoch mit dem Gain-Regler ausgeglichen werden kann. In der Standardeinstellung ist das Modul linear und der Genregler sowie die zugeordnete CV-Eingangsbuchse beeinflussen die Ausgangslautstärke. Mit dem Schalter unter dem Genknopf lässt sich der VCF jedoch auch auf nicht-linear stellen, wodurch eine Tangens-Hyperbolicus-Funktion auf das Signal angewendet wird und Gen die Stärke dieser Funktion einstellt. Das Ergebnis ist eine extremere Resonanz, die das Signal auch verzerren kann und fast in den Bereich der Selbstoszillation heranreicht. Gerade mit externer Modulation durch CV sind hier sehr interessante Filtersweeps möglich. Dadurch ist er nicht mehr so brav wie Perco und auch für krassere Sounds gut geeignet. Der Blamsoft XFX F35 hat nicht weniger als 35 Filtermodi. Er ist kostenpflichtig, kann aber über den Plugin-Manager erworben werden. Es würde gewaltig den Rahmen dieses Videos sprengen, auf jeden einzelnen einzugehen. Deshalb verweise ich auf die Webseite von Blamsoft, die alle Filter aufführt. Den Link dazu findet ihr wie immer unter dem Video. Die meisten Filter sind in unterschiedlichen Charakteristika vorhanden. So stellt er zwei Selenkee-Filter, zum Beispiel verwendet im Korg MS-20, 8 State-Variable-Filter, zum Beispiel Oberheim, 16 Transistor-Ladder-Filter, zum Beispiel Moog, ein Dioden-Ladder-Filter, zum Beispiel MES, zur Verfügung.
aber auch Exoten wie 3 Dual Resonance Filter, 2 Com-Filter, Frequenzmodulation, Ringmodulation und Bitcrusher. Die Bedienelemente sind für alle Modi gleich. Drive erhöht die Lautstärke, sorgt aber auch für eine Sättigung des Signals. Frequency und Resonance sind die üblichen Parameter, wobei der Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz geht. Alle drei Parameter sind per CV kontrollierbar und auch die Stärke der Modulation ist einstellbar. Wobei hier sowohl eine positive als auch eine negative Modulation möglich ist. Der Regler Mix bestimmt das Verhältnis zwischen Eingangssignal und gefiltertem Signal. Also im Prinzip ein Dry-Wet-Regler. Und auch dies kann per CV gesteuert werden. Und selbst die Wahl des Filtermodus kann nicht nur durch Klicken in das Display, sondern auch per CV kontrolliert werden. Spätestens jetzt bin ich von diesem Filter begeistert. Er kann nicht alles, aber extrem viel. Und er kann Dinge, die andere Filter nicht können. Mir fällt dazu nur ein Begriff ein. Das Schweizer Taschenmesser, der Filter in DCV Rack. Carbon von Char Desert wird als Emulation eines Moog Resonance Filters bezeichnet. Wir dürfen also von einem 4-Pol-Filter ausgehen. Der Bereich der Cut-Off Frequency kann zwischen 20 und 6000 Hertz liegen. Und hierfür gibt es auch ein Display, welches immer den eingestellten Wert anzeigt. Die üblichen beiden Parameter Frequency und Resonance können beide per CV moduliert werden. Die Stärke der Modulation kann jedoch nicht eingestellt werden. Die Resonanz geht bis in die Selbstoszillation und kann richtig unangenehm werden. Hier würde ich mir dann doch einen Attenuwert erwünschen. Aber das kann man natürlich auch extern bewerkstelligen. Ohne Eingangssignal geht aber nichts. Das Modul kann also nicht als Oszillator verwendet werden. Aber es ist auch wieder ein kleines, feines Modul mit gutem Klang. Die Bits will uns anscheinend, wie schon bei den Oszillatoren, auch nichts über seinen Multimode-Filter erzählen. Dabei hat dieser einiges zu bieten. Ich denke, er ist ein 4-Pol-Filter bzw. eigentlich 2 identisch aufgebaute Filter. Jeder dieser Filter hat einen eigenen Lautstärkeregler und außerdem kann auch ihr Mischungsverhältnis eingestellt werden. Und über den Fade-Eingang auch per CV. Das ist vor allem dann interessant, wenn die beiden Seiten unterschiedliche Filtertypen haben. Denn das ist ja das Wesen eines Multimode-Filters. Hier hat man die Auswahl zwischen LP, BP und HP. Der Frequency-Knopf arbeitet präzise, aber subtil. Er hat 2 CV-Eingänge und dazugehörige Attenuverter, als FM1 und FM2 bezeichnet. Das bedeutet natürlich, er kann gleichzeitig von einer Hüllkurve und einem anderen Controller moduliert werden. Die Resonance heißt hier Q und geht nicht bis zur Selbstoszillation, wobei sie mit dem Parameter Drive noch etwas Biss bekommt. Auch Q und Drive sind per CV steuerbar. Jeder Filter hat seinen eigenen Eingang und Ausgang, das heißt, beide können getrennt voneinander genutzt werden. Aber es gibt auch einen Mix-Ausgang und hier wird der eigentlich viel zu brave Filter auf einmal interessant. Durch die Kombination aller Parameter und verschiedener Filtertypen wird er zwar immer noch kein Raubtier, aber es sind viele unterschiedliche Klangfarben und Verläufe möglich, die immer musikalisch klingen und das ist ja auch viel wert. Dr. Res von Matthew Friedrichs ist eines seiner kostenfreien Module und hat leider keine Beschreibung. Also muss ich auch hier mutmaßen und gehe beim LP wieder von einem 4-Pol-Filter aus. Allerdings ist auch dieser ein Multimode-Filter mit den Typen LP, HP, den schätze ich auf 12 dB per Oktave, und BP geschätzt 6 dB per Oktave. Und ein Notchfilter. Der Regler für die Cut-Off Frequency arbeitet sauber und effektiv und natürlich kann dies auch per CV gesteuert werden.
Was dem Filter seinen Namen gibt, sind die beiden Regler DR für Drive und Res für Resonanz. Drive ist der Lautstärkeregler des Moduls und die Resonanz geht in die Selbstoszillation und das auch ohne Eingangssignal. Selbstverständlich können auch diese beiden per CV moduliert werden. Wie bei diesem Namen nicht anders zu erwarten, liegt die große Stärke von Dr. Res im Bereich der Resonanzen. Vor allem mit Modulation können diese richtig brillieren. Der Rezzo EQ von Evil Turtle Productions ist Teil eines Pay What You Want Pakets, welches nur über die Webseite des Entwicklers zu beziehen ist. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir es hier mit einem Einpolfilter zu tun. Der Entwickler nennt ihn allerdings Spring Resonance Filter. Dieses System verwendet einen sehr schnellen Federresonanzalgorithmus, der durch das Eingangssignal und die Frequenzen gesteuert wird und entweder als Tiefpassfilter oder als Hochpassfilter fungiert. Frequency ist der übliche Cut-off-Frequency-Regler, der natürlich per CV moduliert werden kann. Energy kontrolliert die Amplitude, aber auch die Frequenz und macht damit zum einen das Signal weicher und leiser oder im Zusammenspiel mit dem Damping die Resonanz schriller. Damping ist als Attenuator vorhanden, nach rechts gedreht nimmt die Dämpfung zu und das Signal wird dumpfer und leiser. Nach links gedreht nehmen die hohen Frequenzen immer mehr zu, bis sich eine starke Resonanz einstellt, die mit Energy noch weiter moduliert werden kann und dadurch auch mal nach verzerrter Gitarre klingt. E-Curve verändert die Hüllkurve des Parameters Energy von kurzem Puls bis zu einem Gate, das hält, bis der nächste Impuls kommt. Beide Filtertypen sind gleich aufgebaut, unterscheiden sich aber natürlich im Klang. Richtig heftige Resonanzen erhält man natürlich, wenn man beide Filter gemeinsam nutzt, was meines Erachtens auch so vorgesehen ist. Schließlich gibt es ja nur einen gemeinsamen Ausgang. Selbstoszillation und Feedback sind für diesen VC11 sein täglich Brot und mit Modulation kann man ihn richtig singen lassen. Schade, dass nur die Frequenz und das Damping per CV kontrolliert werden können und Einzelausgänge würde ich mir auch wünschen. Trotzdem ist der Rezzo EQ ein außergewöhnlicher Filter, der sicherlich seinen Einsatz bereitet. Da wir gerade bei Außergewöhnlichem sind, auch Damien Lillard von Frozen Wasteland ist alles andere als ein normaler Filter. Deshalb können wir uns die Überlegung nach seiner Charakteristik sparen. Er hat drei Frequenzbänder, die sich stufenlos zwischen 15 und 8400 Hertz einstellen lassen und dies auch per CV. Was ihn aber so besonders macht, sind die Sends und Returns, die nach verschiedenen Frequenzbereichen aufgeteilt sind. Das bedeutet, jeder Frequenzbereich kann mit einem eigenen Effekt belegt werden. Zwei identisch eingestellte Stereo-Delays und eine Modulation der Frequenzbänder mit Caudal von Vult erzeugen schon ein komplettes Ambience-Stück. Dieser unscheinbar aussehende Filter ist in Wahrheit eine Spielwiese für die Kreativität und wesentlich mehr als nur ein Filter. Und als wäre das nicht schon exotisch genug, setzt der Everlasting Glottal Stopper noch eins obendrauf. Glottal Stop ist ein Begriff aus der Phonetik und beschreibt einen Konsonant, der durch die plötzliche stimmlose Lösung eines Verschlusses der Stimmlippen gebildet wird. Dazu hat ein Herr Rosenberg eine Berechnung angestellt und einen Glottal Pulse definiert. Diese komplexe Berechnung bildet die Grundlage dieses Moduls, deshalb haben wir hier nicht nur den üblichen Frequency-Knopf, sondern auch noch drei Parameter, die der Phonetik entstammen. Grob gesagt entsteht ein Laut durch ein Wechselspiel von Atmung
und Artikulation im Rachen-, Mund- und Nasenraum. Noise emuliert die Atmung, Opening und Closed die Öffnung und Schließung der Artikulationsorgane. Alle drei Parameter können auch per CV kontrolliert werden. Außer einem Volt-per-Octave-Eingang, durch den das Modul auch als Oszillator eingesetzt werden kann, gibt es noch einen Eingang für eine lineare Frequenzmodulation mit dazugehörigen Attenuator. Auch dieser kann als Eingang für ein Audiosignal genutzt werden. Es ist schon bemerkenswert, was mit diesen wenigen Parametern möglich ist. In der Beschreibung zum Everlasting Glottal Stopper steht aber, dass er gut zum Modul Vox Inhumana passt. Also schauen wir uns das als nächstes an. Dieser nennt sich Formant Synthesizer. Es geht also um Vokale. Diese werden ja durch das Zusammenspiel von Formanten gebildet. Wobei die ersten beiden Formanten für das Verständnis des Vokals wichtig sind und die anderen eher individuelle Unterschiede wie Geschlecht, Alter und so weiter. Jeder Vokal in Vox Inhumana besteht aus 5 Formanten, also 5 festgelegten Frequenzen und dazugehörigen Amplituden. Der Buchstabe A in der Tonlage Sopran zum Beispiel aus den Frequenzen 800 Hz mit 0 Dezibel, 1150 Hz mit minus 6 Dezibel, 2900 Hz mit minus 32 Dezibel, 3900 Hz mit 20 Dezibel und 4950 Hz mit minus 50 Dezibel. Außerdem hat jede Frequenz eine Bandweite, innerhalb dieser der Vokal noch erkannt wird. Grundlage dafür bildet eine Tabelle, zu der man auf der GitHub-Seite von Frozen Wasteland gelangt. Vox Inhumana erlaubt eine Veränderung der Frequenz jedes Formanten um plus minus 50% und der Amplitude bis zum Zweifachen. Und beides kann per CV gesteuert werden. Und die Modulationsstärke kann jeweils mit einem Attenuverter eingestellt werden. Zwei Vokale können gleichzeitig erklingen. Diese können entweder fest ausgewählt werden oder per CV, wobei auch mittels Attenuverter die Richtung und Geschwindigkeit des Scannens durch die Vokale festgelegt werden kann. Beide Vokale können einzeln erklingen oder gemischt, je nachdem wie der Balance-Regler eingestellt wird, und auch hierfür gibt es einen CV-Eingang samt Attenuverter. Mit dem Parameter FC ändert man die Frequenz aller Formanten gleichzeitig und auch dies kann über CV geschehen. Natürlich ist auch hier die Intensität der Modulation einstellbar. Schließlich kann man mit Vocal Range noch die generelle Stimmlage auswählen. Die Möglichkeiten hier sind Bass, Tenor, Kontertenor, Alt und Sopran. Und selbst das kann per CV gesteuert werden. Und ein Attenuverter legt die Richtung und Reichweite fest. Durch die vielen beeinflussbaren Parameter und die Modulationsmöglichkeiten kann Vox Inhumana schon fast sprechen. Aber eben nur in Vokalen. Und hier kommt dann natürlich der Everlasting Glottal Stopper ins Spiel. Denn dieser produziert ja Konsonanten. Haben wir jetzt zusammen einen kompletten Sprachsynthesizer? Im Prinzip ja. Aber man wird wohl sehr viel Zeit aufwenden müssen, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Ich habe jedenfalls schon beim Experimentieren einige Ideen gehabt. Und was könnte man Besseres über ein Modul sagen, als dass es inspiriert? Und weil es gerade so schön ist, kommt jetzt noch ein außergewöhnlicher Filter von Frozen Wasteland, Hairpick. Dieser entspricht laut Beschreibung der Comp-Filter-Section des Intellijer Psylonics Rainmaker. Zusammen mit Portland Weather haben wir somit einen kompletten Rainmaker-Clone in VCV Rack. Aber zurück zur Hairpick. Alle regelbaren Parameter sind auch per CV steuerbar. Er hat 2 Inputs, in die unterschiedliche Signale eingespeist werden können und für jedes auch einen eigenen Ausgang. Ist nur der linke Eingang belegt, kann in beiden Outputs das gleiche Signal abgegriffen werden. Prinzipiell
kann sogar noch ein drittes Signal eingebracht werden über den Volt-per-Octave-Eingang. Dieses beeinflusst allerdings auch andere Parameter, denn jede Erhöhung des hier eingespeisten Signals um 1 Volt halbiert die Größe des Kammfilters. Um zu verstehen, was das heißt, muss man sich noch einmal mit den Grundlagen eines Kammfilters beschäftigen. Und ich habe dazu auf Basis dieses Moduls bzw. des Rainmakers ein Schaubild zur Verdeutlichung erstellt. Wir sehen hier, die Kammgröße kann auf zwei Arten definiert werden. Über den Size-Parameter oder über ein Signal am Clock-Eingang, welches mit dem Division-Parameter durch feste Faktoren geteilt wird. Der kleinste Wert ist 1, also keine Teilung, und der größte 256. Gehe ich zum Beispiel mit einem Clock-Signal mit 480 BPM, entspricht 2 Hertz, in den Clock-Eingang, teile dieses mit Division durch 2, ist die Kammfiltergröße 1 Hertz. 1 Volt im Eingang, Volt per Octave, halbiert die Kammfiltergröße. 2 Volt halbiert dies noch einmal und dies geht im Faktor 2 hoch x so weiter, wobei x der Voltstärke entspricht. Je kleiner die Kammgröße, desto mehr des Originalsignals bleibt übrig. Mit steigenden negativen Voltwerten wird das Originalsignal immer weniger. Und auch wenn das nicht so vorgesehen ist, ist hier natürlich jedes Signal möglich. Auch LFO, Hüllkurve oder was man auch verwendet, um Spannung zu erzeugen. Neben der Kammfiltergröße ist natürlich auch der Abstand der einzelnen Zacken des Kamms relevant und ob diese gleichmäßig verteilt sind. Hier kommen wir zu den Pattern. Hiervon gibt es 16, wobei die Nummer 9 bis 16 nur Variationen der ersten 8 sind mit einem Zufallsfaktor. Die Namen der Pattern werden im Display angezeigt und grafisch dargestellt im Manual von Rainmaker, welches man sich unbedingt durchlesen sollte. Den entsprechenden Link findet ihr natürlich auch unter diesem Video. Die Zacken des Kamms werden Tap genannt und somit bezieht sich der Parameter Tap Count auf die Anzahl der Zacken innerhalb des definierten Bereichs. Leider wird auch hier, wie schon beim Size-Regler, nicht die eingestellte Zahl angezeigt. Zwischen 1 und 64 kann die Zahl der Taps liegen. Um die Parameter Edge Level, Tent Level und Temp Tap besser zu verstehen, hier noch einmal das schon gezeigte Schaubild. Wenn man sich die Spitzen eines Kammzackens ansieht, dann können diese unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel vollkommen flach, dann werden alle Haare bzw. Frequenzen unterhalb der Fläche beeinflusst. Edge Level definiert, ob die Spitze des Zackens nach unten oder oben zeigt. Nach unten werden die Frequenzen im Bereich der Spitze stärker beeinflusst, nach oben stärker an den Rändern. Tent Level definiert, wie spitz der Zacken ist. Je spitzer der Zacken, desto größer der Unterschied zwischen der Beeinflussung von Randfrequenzen und Mittelfrequenzen. Tent Tap verschiebt die Spitze entlang der Y-Achse, sodass der Zacken asymmetrisch wird. Dadurch wird je nach Einstellung der anderen beiden Regler eine einzelne Frequenz beziehungsweise die Frequenzen rechts oder links der Spitze stärker oder schwächer beeinflusst. Das klingt komplizierter, als es wirklich ist, wie die Grafik hoffentlich verdeutlicht. Feedback Type regelt Resonanz und Nachhall. Der Parameter bietet 4 Einstellungen. Gitarre filtert die Rückkopplung des Filters auf Basis einer einfachen Exponentialfunktion, ähnlich der klassischen Kablo-Strong-Synthese. Sitar ist im Prinzip das gleiche, aber mit einer nichtlinearen Komponente im Filter, wodurch die Kammgröße geringfügig durch eine gleichgerichtete Version des Filtereingangssignals moduliert wird. Dies moduliert den Effekt der gekrümmten Brücke einer Sitar, wobei sich die Länge der Saite leicht ändert, abhängig von der Verschiebung der Saite. Der Effekt der Nichtlinearität ist nur bei höheren Rückkopplungsniveaus bemerkbar und am ausgeprägtesten, wenn gleichzeitig die Kammgröße verändert wird. Klarinette hat die gleiche Feedback-Filterung wie die Gitarre, aber hier gibt es eine nichtlineare Komponente im Feedback-Pfad,
Dies erzeugt ungerade harmonische, was dem Klang einen hohlen Charakter verleiht, ähnlich wie bei einer Rechteckwelle. Im Typ RAW wird der Ausgang von Tab Nummer 64 ohne Filterung direkt in den Eingang zurückgeführt. Feedback Amount definiert die Stärke des zurückgeführten Signals. Auch Hairpick ist natürlich alles andere als Stangenware. Man kann ihn als einfachen Kammfilter einsetzen, aber durch die Vielfalt an Parametern und die Modulationsmöglichkeiten ist er ein sehr komplexes Instrument zur Klanggestaltung. Was ich mir noch wünschen würde, wäre die Möglichkeit, eigene Pattern zu erstellen. Aber das ist auch beim Original Rainmaker nicht möglich. Wäre also etwas komplett Neues. Aber wünschen darf man es sich. Die Module von Fundamental sind ja die Grundausstattung von VCV Rack und geben damit natürlich einen gewissen Standard vor. Der Fundamental VCF ist ein 4-Pole-Ladder-Filter, also ein echter Klassiker. Er bietet die Varianten LP und HP und diese können auch gemeinsam genutzt werden. Der Frequenzregler arbeitet sauber und nuanciert. Mit dem Feinregler lässt sich die Cut-Off-Frequenz noch zusätzlich anpassen. Vor allem zusammen mit dem Resonanzregler sind hiermit interessante Klänge möglich. Der Resonanzregler geht bis zur Selbstoszillation. Mit dem Drive-Regler wird das Signal gesättigt. Mit viel Resonanz lässt sich damit das Signal auch leicht verzerren. Drive, Resonanz und Frequenz sind auch per CV steuerbar. Für den Frequency-Eingang gibt es auch noch einen Attenuverter, der nach rechts gedreht definiert, dass das Modulationssignal den Filter öffnen soll und nach links gedreht schließt. Und das war es auch schon. Ein einfacher, schnörkelloser VCF, der sauber arbeitet. Gratrix ergänzt die Fundamental-Module wieder einmal mit zusätzlichen Ein- und Ausgängen. So hat der VCF F1 jeweils 7 Signal-Inputs, Frequency-Inputs, Resonant-Inputs und Drive-Inputs und jeweils 6 Outputs für LP und HP. Alles andere ist aber absolut identisch mit dem Fundamental-Modul. Noch einfacher aufgebaut als der Fundamental-Filter ist der 24 dB Lowpass-Filter von Lindenberg Research. Es gibt nur 2 regelbare Parameter, Frequency und Resonance, und beide sind per CV kontrollierbar und die Intensität der Modulation kann jeweils mit einem Attenuator eingestellt werden. Trotz der spartanischen Ausstattung lassen sich damit alle klassischen Filtereffekte verwirklichen und er klingt wunderschön analog. Seine Schwester Valerie macht mich nostalgisch. Schließlich war mein erster Synthesizer ein Korg MS-20. Valerie ist laut Beschreibung ein 12 Dezibel pro Oktav Tiefpassfilter, der dem berühmten MS-20-Filter von Korg aus dem Jahr 1978 nachempfunden wurde. Alle 3 Parameter sind per CV kontrollierbar und haben jeweils einen eigenen Attenuverter. Das heißt, je nachdem, wie die großen Regler eingestellt sind, kann eine Modulation zu beiden Seiten möglich sein. Und bei Lindenberg Research sieht man die Modulation sogar in Form eines kleinen Pfeils auf dem Parameterknopf. Sobald ein Signal am CV-In anliegt, erscheint dieser und bewegt sich mit der Modulation, wenn am entsprechenden Attenuverter gedreht wird. Absolut genial. An Parametern haben wir natürlich Frequency, wobei der Bereich von 0 bis 20 kHz geht, also ein größerer Frequenzbereich als im Original Korgfilter. Peak ist hier die Resonanz, die bis zur Selbstoszillation geht und Gain eine Sättigung, die aber schnell zur Verzerrung wird. Hierfür gibt es 2 Modi, wobei Modus A ähnlich einer nichtlinearen Röhrenverzerrung ist und Modus B einer nichtlinearen Foldback-Verzerrung ähnelt. Der Klang ist immer warm und reicht von sanften Tönen bis schrillen Kreischen. Ein großartiger Filter, der einfach zu bedienen ist. Alma ist die Schwester von Valerie,
hat aber ganz andere Qualitäten. Da ist schon mal die von 3 Dezibel pro Oktave bis 48 Dezibel pro Oktave stufenlos einstellbare Flankensteilheit. Für die anderen drei Parameter gibt es wieder jeweils einen CV-Eingang mit dazugehörigen Attenuverter. Auch hier zeigen Pfeile die Modulation an. Der Cut-off-Frequency-Bereich geht von 20 Hz bis 20 kHz. Resonance geht bis zur Selbstoszillation und Overload steuert noch eine Sättigung bei, die bis zu extremer Foldback-Verzerrung geht. Dies zeigt auch noch zusätzlich ein blaues Licht an. Vor allem durch den Slope-Parameter, mit dem die Flankensteilheit eingestellt wird, ist Alma etwas ganz Besonderes. Die Erdbeere auf dem Sahnehäubchen wäre aber noch, wenn auch das per CV geregelt werden könnte. Wie schon gesagt, wünschen darf man es sich. Leica ist die jüngste der drei Filterschwestern von Lindenberg Research und auch sie ist einem Klassiker nachempfunden. Dem 18 Dezibel pro Oktav Dioden Leather Filter, der im Roland TB303 und im EMS VS3 verwendet wurde. Anders als dieser kann Leica aber nicht nur als Low-Pass-Filter, sondern auch als High-Pass-Filter eingesetzt werden und auch beide Filter können gemeinsam genutzt werden. Auch hier haben alle drei Parameter einen eigenen CV-Eingang mit dazugehörigem Attenuverter. Hier heißt die Resonanz nun Response, funktioniert aber wie gehabt. Mit Saturate wird das Signal wieder gesättigt bzw. verzerrt. Mit ein bisschen Modulation haben wir unseren eigenen R2D2. Ein vielseitiger Filter, vor allem wenn man beide Filter gleichzeitig nutzt. Der nicht nur bei Acid gut klingt. TVCF von MSM Modules orientiert sich an einem legendären Modul, der Blippu Box von Rob Hordick. Er verwendet das Twin Peak Prinzip zweier invers paralleler Tiefpassfilter, geht aber darüber hinaus andere Wege und klingt deshalb auch anders. Bei zwei Filtern ist es natürlich sinnvoll, zwei verschiedene Audio-Eingangssignale zu verwenden. Wobei prinzipiell auch noch ein drittes eingeführt werden kann über den Eingang Volt per Octave. Allerdings kann es hier auch eine beliebige andere Spannungsquelle sein. Außer diesen drei Inputs hat das Modul noch 4 CV-Eingänge. Einen für den Regler Dual, der das Mischungsverhältnis der beiden Filter bestimmt. Einen für den Parameter Ping, der hier die Resonanz beider Filter ist. Und natürlich auch selbst oszillieren kann. Und je einen Attenuator CVA und CVB, die den Parametern Peak A und Peak B zugeordnet sind, wobei Peak hier für die Frequenz steht. Außerdem kann bei beiden Filtern der Filtertyp stufenlos zwischen LP und BP gewählt werden. Dafür hätte ich mir natürlich auch noch CV-Eingänge gewünscht. Je unterschiedlicher die beiden Filter eingestellt sind, desto außergewöhnlicher klingt das Resultat. Und wenn auch noch ein Volt per Octave Signal eingesetzt wird und alles per CV moduliert, macht dieser Filter Dinge, die man von einem Filter nicht erwartet hätte. Er sieht so harmlos aus, ist aber definitiv im Inneren ein Wolf. Viel Spaß beim Zähmen. Den Abschluss der heutigen Doppelfolge macht Nisti. Von den mittlerweile 72 Modulen werden 3 auch unter Filter aufgeführt. Wobei 4DC-Block gleich wieder herausfällt, denn dieser filtert Gleichspannung aus einem Signal und hat auf ein Audiosignal keinen hörbaren Einfluss.
Die K33 wird auf der GitHub-Seite des Entwicklers nur als sehr instabiler Filter bezeichnet. Mehr erfahren wir nicht darüber. Durch Vergleich schätze ich die Charakteristik auf 12 Dezibel pro Oktave und wahrscheinlich ist es ein Dioden-Ladder-Filter, wobei er im Low-Frequency-Bereich anders arbeitet. Er hat zwei Parameter, die per CV kontrolliert werden können, jedoch keine zugeordneten Attenuator. Cutoff ist der übliche Frequenzregler und Resonanz heißt hier Resistor und geht bis zur Selbstoszillation. Hohe Werte bei beiden Reglern werden übrigens mit einem Smiley belohnt. Diesem Filter fehlen definitiv die Attenuator. Für eine gleichmäßige Modulation ohne Aussetzer ist am besten ein unipolares Signal zwischen 1 und 10 Volt geeignet. Sehr gut geeignet dafür finde ich daher Tidal Modulator von Audible Instruments oder die entsprechenden Module von Apelson's Modules oder South Pole, die ich alle in Episode 3 vorgestellt habe. Aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat auch Nisti selbst ein Modul, welches einen definitiven Mehrwert für diesen prinzipiell gut klingenden Filter darstellt. Einen haben wir noch. Und was für einen. DopLab nennt sich Doppler-Simulator und es simuliert die Eigenschaft des Doppler-Effekts. Dies ist ja ein natürlicher Effekt, der bei der Bewegung einer Schallquelle entsteht. Prinzipiell ändert sich die Wellenlänge eines Signals in Abhängigkeit zur Position des Empfängers. Dabei ändert sich sowohl Tonhöhe als auch Lautstärke eines Signals und somit auch die wahrgenommene Frequenz. Je weiter die Signalquelle vom Empfänger entfernt ist, desto tiefer und leiser ist der Ton. Bewegt sich die Signalquelle auf den Empfänger zu, wird der Ton höher und lauter und enthält auch mehr Obertöne. DopLab definiert den Punkt in der Mitte des Displays als Empfänger und per Linksklick können im Koordinatensystem Punkte gesetzt und wieder gelöscht werden, die miteinander gerade Strecken bilden, denn wir wissen ja, die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten ist eine Gerade. Auf diesen Strecken bewegt sich die Schallquelle relativ zum Empfänger. Durch den sich ständig verändernden Abstand zwischen beiden entsteht der Doppler-Effekt. Die hierfür zur Verfügung stehenden Parameter sind Zoom, womit die Größe des Koordinatensystems definiert wird. Ein Kästchen entspricht immer 10 Metern. Der Zoom-Faktor geht von 1 Viertel bis 4 Mal. Die Geschwindigkeit der Schallquelle kann durch einen Klick auf das entsprechende Display und eine Auf- oder Abwärtsbewegung der Maus zwischen 0,1 und 999 Stundenkilometer festgelegt werden. Zusätzlich kann mit dem Speed-CV-Eingang und dem dazugehörigen Attenuator ein Modulationssignal dazu gemischt werden. Die Bewegung der Schallquelle wird mit Start begonnen und mit Stopp angehalten bzw. beendet. Reset setzt die Schallquelle auf den Anfangspunkt zurück. Alle drei Funktionen sind per Gate oder Trigger steuerbar und können somit automatisiert werden. Ist Loop aktiviert, bewegt sich die Schallquelle immer weiter und springt am Ende zurück auf den Anfang und so weiter. Pitch Shift schaltet die Veränderung der Tonhöhe an oder aus. Binaural definiert die leicht unterschiedliche Wahrnehmung beider Ohren. Für den Filtereffekt sollte dies aktiviert sein. Volume Atten schaltet die Lautstärkeveränderung ein oder aus. Auch dies ist sinnvoll für einen permanenten Filtereffekt. Es können zwei Eingangssignale gleichzeitig verarbeitet werden und es gibt auch zwei Outputs, die beide belegt sein sollten für einen deutlicheren Filtereffekt. Ist Eingang 2 nicht belegt, wird das gleiche Signal an beiden Ausgängen ausgegeben. An Eingang 2 kann aber nicht nur ein Audiosignal, sondern auch ein LFO und so weiter eingeführt werden. Ein ungewöhnlicher Filter, den Kraftwerk sicherlich gerne schon für die Produktion von Autobahnen gehabt hätten. Denn diesen Vorbeifahreffekt kann man leicht mit DopLab erzeugen.
aber durch die freie Definition der Strecken sind auch sehr abgefahrene Filterfahrten möglich. Spannend und interessant und sicherlich weit mehr als ein Filter. Und hiermit sind wir am Ende von Folge 11, die ja eine Doppelfolge war. Nach aktuellem Stand fehlen mir noch 20 Filter, die ich in Folge 12 packe. Weiter geht es dann mit VCAs. Wahrscheinlich wird aber zwischenzeitlich auch das Update 1 mit den neuen Oszillatoren erscheinen. Wie immer findet ihr unter dem Video Links zu den wichtigsten Webseiten und auch zu den Entwicklern der dieses Mal vorgestellten Module. Und nicht zu vergessen, vielen Dank an Andrew Belt und all die Modulentwickler, ohne die das alles nicht möglich wäre. Das war's von mir, lasst es euch gut gehen und haut fei gescheit nei. Servus!